Ihr seid auf der Suche nach echter Liebe, auf der Suche nach Menschen, denen ihr euch bedingungslos öffnen könnt, dann seid ihr hier genau richtig. Guten Morgen! Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als wahre Liebe zu finden. Keine Beziehung oder Partnerschaft, das kann sich daraus entwickeln, aber diese Begriffe sind so unbedeutend. Das ist in den Köpfen vieler Menschen. Ich möchte einen Partner, mit dem ich alles teilen kann, mit dem ich Geborgenheit erlebe und Erfahrungen mache. Ich möchte eine Beziehung. Aber es gibt so viele Menschen da draußen mit offenem Herzen und der Suche nach genau solchen Menschen wie ihr seid und die ihr sucht. Die sind allerdings bereits in Partnerschaften oder haben das gleiche Geschlecht wie du und sind für dich sexuell uninteressant und damit irgendwie nicht verfügbar in eurem Geist, in eurem Denken. Aber es sind Menschen der Liebe. Menschen, die man anschaut. Menschen, wo man nichts sagt, wo man einfach nur gemeinsam ist. Und den Moment teilt, verbunden bis in alle Ewigkeit, in einer einzigen Sekunde. Ich habe insbesondere in den letzten Wochen versucht, jede Woche mindestens einen neuen Menschen kennenzulernen und mich komplett zu öffnen und zu schauen, wie dieser Mensch darauf reagiert und wie er selber bereit ist, diese Situation anzunehmen, ohne diese gedanklich zu sehr zu bewerten. Ich habe mich mit Frauen wie auch, kann ich jetzt sagen, mit Männern getroffen, mit sehr jungen und als auch mit älteren. Ich habe meine Liebe geteilt und in diesen Momenten meine Energie bedingungslos fließen lassen. Ich habe nicht versucht, den Menschen in irgendeiner Weise einzuordnen, was aufgrund des Verhaltens oder aufgrund der Optik und unserer gesellschaftlichen Konditionierung nicht immer leicht ist. Aber das war mein Anspruch. Ich habe in Gesprächen einfach gespürt statt gehört. Ich habe die Menschen in den Arm genommen, statt Worte zu verwenden, wofür es keine Worte gibt. Es ist Liebe, was unsere Welt braucht. Und wenn du auf der Suche nach Liebe bist, dann musst du auch bereit sein, diese zu geben. Dann öffnet sich die Welt des Seins. Das ist ein Punkt, woran viele scheitern. Gründe dafür finden sich oft im Denken. Wenn du jemanden tief in die Augen schaust, wenn du jemanden küsst, wenn man leidenschaftlich die Energien fließen lässt oder wenn du jemanden lange im Arm hältst, dann fällt es vielen Menschen schwer, nicht daran zu denken, was der Gegenüber in dem Moment zum Beispiel gerade auch denkt. Und im Nachgang geht das Denken wieder weiter. Anstatt die Situation, zum Beispiel einen sehr innigen Kuss, für sich so stehen zu lassen, als diese Momentaufnahme, die man da hat, müssen sie geistig kommentiert werden, durchdacht und auf zukünftige Handlungen angepasst werden. Denkt er oder denkt sie, weil wir in diesem Moment die Liebe haben fließen lassen, dass sich dadurch irgendein Anspruch ergibt? Was ist, wenn ich in Zukunft diesen Moment nicht wiederholen möchte? Ist das okay für sie, für ihn? Sollte man darüber sprechen, was passiert ist, also das Denken des Gegenübers aktivieren? Meistens ist er automatisch aktiviert, wenn man nicht wirklich so eine Seinsperson vor sich hat. Und ja, und vielleicht auch der Person helfen, das dann einzuordnen. Sollte man es tun? Liebe kann nicht durch Denken fließen. Und ich denke daher, sollte man die Situation auch auf sich beruhen lassen und sie nicht kommentieren und nicht im Nachgang aufarbeiten. Wenn ich küsse, dann küsse ich. Wenn ich schaue, dann schaue ich. Und wenn ich mich meiner Lust hingebe, dann tue ich dies, ohne darüber nachzudenken. Wenn ich das in irgendeiner Weise einordne im Denken, im Nachgang oder tatsächlich dabei, dann ist dieser Fluss gestört. Sobald ich versuche, eine Beziehung zu einer anderen Person mit Prädikaten zu versehen, sie ist jetzt mein Partner, sie ist jetzt meine Sexualpartnerin, ne, solche Sachen, und damit in irgendeiner Weise einen Anspruch auf irgendetwas ableite, das fängt an von der Kommunikation, wie oft hört man sich, wie oft schreibt man sich, wie oft sieht man sich, wie oft küsst man sich, ne, dann ist die Liebe verflogen. Dann ist man im Kopf angekommen, im Denken. Zumindest die Liebe, die ihr sucht, die jeder sucht, die nur die meisten mit einer Partnerschaft verbinden. Was sich natürlich auch nicht ausschließen muss.
Ich sage das auch immer wieder ganz deutlich, auch monogame Partnerschaften, also die Partnerschaften, auf die ich jetzt referiere, können existieren, ohne dass die Liebe Schaden nimmt. Die Liebe kann gelebt werden in jeder Form und mit jedem Teilchen dieses Universums, also auch in einer monogamen Beziehung. Ne? Liebe ist Sein. Und um dieses zu erleben, musst du eben auch selber Liebe sein und nicht denken. Du darfst nicht bewerten, wenn du mit einem Menschen zusammensitzt, liegst oder stehst. Ich habe mich ein paar Mal in den letzten Wochen und werde das auch weiter so versuchen, mit Menschen getroffen unter folgender Prämisse. Wir treffen uns, wir setzen uns gegenüber und schauen uns 5 Minuten an. Wenn niemand in dieser Zeit aufsteht, fangen wir danach an zu reden. Die mich auf Facebook verfolgen, werden die Kommunikation mit dem anderen Geschlecht auch mitverfolgt haben, was dabei manchmal rausgekommen ist. Und das ist wunderbar. Im Sein sich zu begegnen und darauf einzulassen, ohne den Schutz von Worten, sich echt zu treffen, Seele zu Seele. Und ich habe jetzt das erste Mal Folgendes erlebt und daraus entstand auch die Idee für das Video. Ich habe mich mit einer Frau getroffen. Wir haben uns angeschaut und wir haben uns gespürt. Und wir haben uns dann geküsst. Ohne Worte. Und sie kannte mich auch noch nicht. Also irgendwie über YouTube oder sowas. 2 fremde Menschen. Ohne Worte. 2 Menschen auf der Suche nach Liebe. Vorher nie begegnet. Ganz zärtlich und liebevoll. Wir haben bedingungslose Liebe gelebt. In diesem Moment und nur da. Warum sage ich euch das? Wozu ist dieses Video gut? Liebe ist in uns allen und es ist so einfach, wenn man es zulässt. Und Liebe zulassen bedeutet nicht zu denken, sondern zu sein. Liebe bedeutet nicht küssen oder sich anschauen oder in irgendeine Form zu pressendes. Liebe kann sich auch auf verschiedene Weise zeigen. Liebe bedeutet auch nicht immer, dass man sich nahe kommt, wie jetzt bei dem Kuss. Liebe kann auch in Abweisung gelebt werden. Respektvoll und einsehen, dass man in diesem Moment nicht gemeinsam schwingt. Liebe bedeutet, dass man keine Ableitung auf die Zukunft oder auf mögliche Einordnungen in Beziehung oder Freundschaft oder was es da auch immer für neue Bezeichnungen gibt, zu treffen. Liebe ist bedingungslos und kann mit jedem Menschen gelebt werden. Einmal, zweimal oder im Rahmen einer Partnerschaft. Wer Liebe sucht, der muss bereit sein, sich von seinem Denken, zumindest temporär, zu trennen und sich dem anderen offenbaren. Und dann lebt man ein Leben voller Liebe, voller Menschen, voller Zufriedenheit. Ich wünsche euch, dass ihr das umsetzen könnt. Und wenn ihr Probleme habt, dann kommt beim nächsten Rohkost-Potluck einfach mal in meine Arme oder fragt bei Facebook an, ob wir uns mal treffen können. Ich werde euch voller Liebe und voller Ehrlichkeit begegnen. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.